Things really got out of hand here. Unser Barkeeper ist hier. Oh, was ist das denn jetzt hier alles? 1, 2, 3, 4. Okay. Moment, da muss ich hier erstmal wieder rausgehen und das andere wieder anheften. Nee, Moment. Also der Barmann. Ja, toll. Die Aussage des Barmanns, da sehe ich ja sehr viel. Also, der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen. Die Frage ist, wo ist der Händler? Händler, Bier auf Matrose. Zog ihm die Flasche über den Kopf. Das stimmt mit dem überein. Der Matrose wollte ihm damit einen Stuhl schlagen. Okay, also der Händler schüttete das Bier über den Matrosen. Der Matrose hat ihn... Einen Stuhl nach dem Händler? Hä, Moment. Ach so, nee, der Händler... Ja, ja, klar, der Händler hat das Bier auf ihn... Ja, ja, okay. Also der Händler schüttet das Bier auf den Matrosen. Der hat mit dem Stuhl nach den Händler geschlagen. So, jetzt ist die Frage. Hat mit dem Stuhl nach dem Händler geschlagen. Das ist ein kaputter Stuhl. Das ist auch ein kaputter Stuhl. So. Solid Oak. It took quite a blow to break it. Ja. Solid Oak. It took quite a blow to break it. Das ist ganz toll, aber eigentlich wollte ich das jetzt nachstellen. Wieso kann ich das jetzt nicht nachstellen? That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Na, da war doch gerade noch. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. Okay. Und nun? Kann ich mich jetzt konzentrieren? What would you like? On today's menu we have stomach punching, head kicking and the chef's special throat slitting. Ja, ich nehme von allen etwas. Ja, ich wollte es jetzt eigentlich nur nachstellen, aber irgendwie darf ich jetzt scheinbar noch nicht nachstellen. Ich muss noch irgendetwas machen. Oder ich muss, das kann natürlich auch sein, den Bericht anheften. Kann ich dann irgendwas machen? Oder muss ich erst noch die Beweise hier alle angucken? Das kann natürlich auch sein. Shards of a broken bottle with blood on them. Okay, also hier ist die Flasche. Das ist die Brille, von der der eine gesprochen hat. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Ja. Achso, gibt's noch was? Na, da. Someone must have landed hard on it. Okay. So, was haben wir denn noch? Die Eins haben wir noch nicht. Und da hinten die Flasche haben wir noch nicht. Spilled beer, let the spilled blood. Ah, okay. Das. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal kurz zu der Flasche. Unfinished bottle of rum. Okay. Okay. Okay, das ist der, der sich entschuldigt hat. Der ihm äh,
Oh Gott, ich muss das mal eben anders machen. Moment, ich muss mal eben raus. Ich glaube, ich muss mir das nochmal eben aufschreiben, was da jetzt genau passiert ist, weil ich weiß nicht, ob das der Matrose ist oder wer das jetzt gewesen ist. Also, der Händler, so, jetzt liegt hier alles im Weg rum. Der Händler hat das Bier auf den Matrosen geschüttet. Okay, dann war das auf jeden Fall schon mal richtig. Der Matrose hat mit dem Stuhl nach dem Händler geschlagen. Traf aber den, so, traf Dockarbeiter. Ich hoffe, ich kann sehen, wer das ist. dann hat er sich versteckt hinterm Tresen. So, Aussage des Händlers. Aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttelt. Ich rempelte dabei den Soldaten an. Moment. Der Matrose schubste mich herum. Matrose schubste Händler. So, dann hat er das Bier auf ihn geschüttet. Bier auf Matrose. Der wiederum rempelte einen Soldaten an. Der dann auf ihn losgeht. Ich musste mich wehren, aber dann zog mir jemand eine Flasche über den Kopf. Okay, Flasche. Wissen wir noch, im Moment noch nicht, wer es war. Flasche. Ich sag mal auf Händler. Oh Gott, das ist wahrscheinlich alles total falsch, was ich gleich mache. Aussage des Dockarbeiters. So, ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste. Wo er sich angeblich wohl gewehrt hat. Und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Okay, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aussage. Soldat stürzt auf Tisch. Ich griff nach einer Flasche und zog sie dem Händler über. Ah, okay. Flasche auf Händler, das war der Dockarbeiter. Das ist schon mal gut zu wissen. So, und das ist der Soldat. Der Händler schlug mir ins Gesicht, dabei ging meine Brille zu Bruch. Okay, der Soldat hatte die Brille. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das gleich alles so einstellen müssen, wer das jetzt genau gewesen ist. Das war die einzige Brille, bla bla bla. Okay. Ich glaube, das war jetzt alles, was wir jetzt hier drin finden können. Dann mache ich das jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass ich das jetzt so alles nutzen kann. Immer gut, wenn man noch etwas nebenbei liegen hat. So, du bist jetzt der Händler, nehme ich mal an. Du bist der Matrose. So, der Händler hat das Bier über den Matrosen geschüttet. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Das ist der Soldat. Nehme ich mal an. Nee, der Dockarbeiter hat aber die Flasche auf den Händler geschüttet. Geht das immer weiter hier? Also nehmen wir hier den Matrosen. Der hat sich dann hier entschuldigt und so. Was haben wir hier? Wonach siehst du denn aus? Nach... Ja doch, einer hat den geschlagen. Die Frage ist jetzt nur, habe ich jetzt hier den richtigen? Das ist der Matrose, wenn ich das richtig sehe. Der Matrose ging mit dem Stuhl auf dem Händler los. Aber der durch den Tisch gekracht ist, und ich nehme an, dass das das hier ist. Schauen wir mal. Das war nämlich der mit der Brille. Der Soldat stürzt auf den Tisch. Genau. Der eine rempelte den Soldaten an. Flasche auf Händler. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Weil, der Soldat stürzt auf den Tisch, das ist richtig. Aber der Matrose hat dabei ja den Soldaten angerempelt. Und der Matrose hat
mit dem Stuhl nämlich auf den Händler eingeschlagen. Das ist heute alles kompliziert. Moment, das hier dürfte... Wer bist denn du jetzt? Wer liegt denn jetzt hier? Oder ist das die ganze Szenerie? Die Flasche. Ja, die lag nämlich hier vorne, glaube ich, bei 3, wenn ich mich richtig erinnere. Also wird das wahrscheinlich das mit der Flasche gewesen sein. Das sieht aus, als ob der Matrose sich übergibt. So, Moment. Ach so, es geht ja, ja klar, es geht ja darum, wer ihn jetzt erstochen hat. Moment. Also, der Händler hat den Matrosen aus Versehen angerempelt. Das ist klar. Der Matrose hat daraufhin den Händler mit, er wollte den Händler mit einem Stuhl schlagen, traf aber den Dockarbeiter. Das heißt, der Dockarbeiter ist wahrscheinlich Knockout gewesen. Nee, kann ja gar nicht sein, weil der Dockarbeiter hat später eine Flasche auf den Händler gehauen. Es ist aber nicht der Dockarbeiter dahinter oder da hinten, oder? Doch, der Matrose hat eine andere Mütze. Doch, dann könnte das doch der Dockarbeiter sein. Okay. Der Matrose schubste den Händler, deswegen hat er gesagt, weil er das Bier... Der rempelte wiederum den Soldaten an. Der Dockarbeiter hat eine Flasche auf den Händler. Der Soldat stürzt auf den Tisch mit der Brille. Jetzt ist die Frage... Ja, wer hat ihn jetzt ermordet? Das könnte jetzt der Soldat sein? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt nicht so wirklich gut sehen. Das wäre jetzt eigentlich für mich der Soldat, aber der sieht, glaube ich, anders aus da hinten. Der hat eine andere Mütze auf oder so. Das wäre dann der dem mit der Flasche eins überhaut. Flasche, das wäre dann der Dockarbeiter. Wir haben nur die beiden Personen hier, ne? Ah, nee. Wer auch immer das jetzt schon wieder ist. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wer soll das denn sein? Also, der hat ihn geschlagen. Der rempelte den einen an. Der hat... Ach so, das ist der... Moment, ist das jetzt der... Dann hat er gar keine Mütze an. Das ist der Soldat. Also, es könnte sein, dass der Soldat theoretisch... Aber kann er ihn sehen ohne Brille? Ich habe keine Ahnung. Also der eine ist ja scheinbar Knockout gegangen durch die Flasche. Theoretisch müsste das jetzt der Dockarbeiter gewesen sein. Weil ohne Brille, nehme ich mal an, kann der eine nicht sehen, weil der hat ganz dicke Brillengläser. Und was bist du jetzt hier? Du bist der Handelsmann, oder? Der Dockarbeiter, meine ich, ist der mit dem Käppchen da hinten auf. Theoretisch müsste der ihn... Ich habe keine Ahnung. Müsste der ihn dann... Achso, muss ich hier den einen noch machen eigentlich? Nee, der ist quasi egal. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Wenn ich auf Verlassen gehe... Ich weiß gar nicht mehr, ob der... Moment. Ihn kann ich aber auch nochmal ändern. Nee, aber das ist doch der Matrose, der erstochen worden ist. Den kann ich ja nicht ändern. So, theoretisch sollte das aber so sein, würde ich mal behaupten. Oh Gott. Ich gehe jetzt auf Verlassen und hoffe, dass der dann nicht wieder alles zurücksetzt. Nein, ich hab's geahnt. Och nee, komm. Wie kann ich das denn abschließen? Oder wird das nur abgeschlossen, wenn es richtig ist? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ah! So, der hat hier mit dem Matrosen, hat er hier Streit gehabt. So.
Du bist der... Ja, der Matrose hat ihm eins übergeschlagen. Nein, komm, wechseln. Hallo, ich will den hier auswählen. Wieso geht der immer dahin? Ach so, deswegen, okay. Nein, nein, zeig mir das andere. Los. Wieso wählt der immer den linken aus? Hallo. Oh, dein Ernst jetzt. Habe ich ihn jetzt? Ja, gut. Also, Soldat stürzt auf den Tisch. Das ist definitiv richtig. So. Und hier ist das mit der Flasche. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich jetzt den richtigen überhaupt hier liegen habe. Moment. Auf den Dockarbeiter. Ja, wie sieht so ein Dockarbeiter aus? Woher soll ich das denn wissen? Der hat so ein Jäckchen an. Das ist, glaube ich, der Händler, der hier liegt, oder? Ja, aber da kann man jetzt nur das Schlagen ändern. Nö, dann muss das ja das sein. Wenn ich das jetzt auswähle hier. Kann ich den dann einzeln nochmal ändern? Oder? Nee, das ist... Moment, das ist der Typ. Das mit dem Auswählen finde ich irgendwie so blöd. Man muss da hundertprozentig vorstehen und weiß immer noch nicht, wen er dann auswählt. Nee, aber dann nimmt er doch die ganze Situation letztendlich. Da kann ich doch nichts... Ja, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, wie verlasse ich das? Ich habe es ja nur einmal gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, der geht dann automatisch, wenn das richtig ist, aber... Der könnte ihn theoretisch erstochen haben, weil er ihn nicht gesehen hat, aber... Muss ich hier vielleicht noch irgendwie was ändern? Aber da gibt es halt nicht viel, was ich hier ändern kann. Ich meine, der ist durch den Tisch durch. Den kann ich ja nicht. Also das kann ja nur die Flasche sein hier. Das hört sich auch sehr nett an. So, da könnte ich jetzt theoretisch einen Stuhl nehmen, aber hier ist ja die Flasche nun mal. Also der liegt ja nun mal hier mit der Flasche. Hä? Ach, das ist der... Ach so. Moment, der hat... Der Dockarbeiter hat die Flasche auf den Händler. Und der Matrose traf aber den Dockarbeiter aus Versehen mit dem Stuhl. Ah, dann fehlte dieser Schritt noch. Ah, ich bin so doof, ich bin so doof. Okay, alles gut. Ja, bestätigen wir so. You're not even trying. Nein! Concentrate. Warum? Ach so. Weil der hier nicht richtig ist wahrscheinlich, ne? Weil ich bin eigentlich der Meinung... You're not even trying, okay, das war's auch nicht. Concentrate. Ah, ich habe jetzt ein ganz anderes Problem, weil ich muss nämlich eigentlich jetzt los meine Tochter abholen. Ich gucke jetzt mal eben, ob das einfach nur... You're not even trying, Sherry. Concentrate. Neuen Eintrag in Johns Tagebuch. Ja, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem. Ja, das ist aber genauso. Der Stuhl liegt ja auch noch kaputt hier. Er hat ihn... Also es ist auf jeden Fall der richtige Typ, der da auf dem Boden liegt und alles.
Der hat ihn hier auch mit dem Stuhl erwischt. Das ist auch richtig. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist ja Blödsinn hier mit der Flasche. Gut, das Ende kann natürlich jetzt anders sein. Also ich weiß jetzt nicht, wer von denen jetzt letztendlich derjenige ist, der ihn erstochen hat, aber ich habe die ja nun schon alle durch, deswegen. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ah, ich hasse sowas. Okay. Ja, es tut mir jetzt wirklich leid, aber dann muss ich hier erstmal einen kleinen Cut machen oder das eventuell in der Folge zusammenschneiden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil mir läuft gerade wirklich die Zeit davon. In knapp einer Minute kriege ich die zweite Erinnerung, dass ich los muss. Und ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, obwohl ich mir das alles so schön aufgeschrieben habe und wirklich hundertprozentig sicher bin im Endeffekt, dass die Reihenfolge hier stimmt. Ja, stimmt's wohl nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Dementsprechend mache ich hier mal eben einen kleinen Cut. Und ja, mir bleibt leider nichts anderes übrig. Wir sehen uns eventuell jetzt gleich sofort wieder, je nachdem, wie ich das zusammenschneide. Oder dann in der nächsten Folge. Ich bin mal eben schnell zur Schule und nehme dann danach weiter auf. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich bin wieder zu Hause und habe ein bisschen Zeit, um das Ganze hoffentlich zu beenden. Ich wollte übrigens mal probieren, fällt mir gerade ein, ob man... Ja, man kann von hier aus die Geschichten angucken. Perfekt. Also, wir kontrollieren das Ganze nochmal. Hier ist der Matrose. Jetzt habe ich natürlich die Hälfte schon wieder vergessen. Bei einer Schlägerei in einer Bar wurde ein Matrose erstochen. Die Bar, das ist natürlich nicht das, was ich mir jetzt angucken wollte. Aussage des Soldaten, des Barmanns. Schüttete sein Bier auf den Matrosen, dann eskalierte das sofort. Ich weiß noch, dass der Matrose mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen wollte, aber stattdessen den Dockarbeiter traf. Dann hat er sich versteckt. So, er wollte nach ihm schlagen. Hat dann... Moment, hat den Dockarbeiter getroffen. Aussage des Dockarbeiters. Ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Ich griff nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. Moment, der Dockarbeiter hat übrigens dieses Käppchen auf, sehe ich jetzt gerade. Das heißt, dass hier gar nicht der... Da muss ja zwangsläufig das andere sein. Moment, der Soldat, was sagt ihr denn? Aussage des Soldaten. Der Händler schlug mir ins Gesicht, dabei... Der Händler schlug mir ins Gesicht. Das ist der Händler mit diesen Jäckchen an. Ja, das sieht aus, als ob der ein Jäckchen hat. Ist das mein Fehler gewesen? Nein, oder? Und das müsste dann... Das müsste aber dann richtig sein. Moment. You're not even trying, Sherry. Nein. Concentrate. Warum? Ach so, Moment. Wen habe ich denn hier? Nee, den wollte ich aber doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich den Soldaten. Ich hatte doch gesagt, dass der Soldat vermutlich... Das war der Soldat, ne? Dass der vermutlich ihn getroffen hat, weil er keine Brille mehr hatte. Aber da hinten, das müsste so bleiben. Denke ich. Hoffe ich. Oh je, es klappt wieder nicht, oder? It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head. Then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight.
Oh mein Gott. Es hat nur eine halbe Stunde gedauert, aber ich habe es dann doch endlich mal hinbekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alle Hinweise erhalten. Oh Gott, das weiß ich gar nicht, was ich hier machen soll. Ich könnte jetzt mit ihm sprechen. Ich kann aber auch gehen. Müsste ich jetzt theoretisch abschließen, what would you like? Oder? On today's menu we have stomach punching. Ja, das haben wir schon. Fälle, geschwungene Fäuste, Schlägerei in der Bar. Das Rätsel des Lösungs offensichtlich. Der Soldat ist der Mörder. Er wollte auf den Händler einstechen, griff aber aufgrund seiner schlechten Augen den Matrosen an. Ja, ich würde mal... And the chef's special, throat slitting. Ja, ja. Ich würde mal behaupten, dass wir jetzt wieder zurück müssen, oder? Weil wir haben es ja von der Polizeistation bekommen. So, mal schauen. Wir können doch theoretisch mit der Schnellreise... Ne, das war irgendwo hier oben, ne? Nee, hier. So. So, wir sind beim Polizeipräsidium. Achtung aus dem Weg, Madam. Ich habe eine dringende Angelegenheit, glaube ich zumindest. Jetzt ist nur die Frage, gebe ich das jetzt hier ab? Anscheinend nicht. Gebe ich das bei ihm ab? Muss ich woanders hin? You have three people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Nein, ich will das ja gar nicht. Ich will nicht diese blöden Fälle machen. Ich will eigentlich das Hauptding machen. Ja, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall hiermit erstmal die Episode schnell beenden, weil die doch sehr, sehr lange Überlänge hat. Ich muss mal schauen, wie groß sie jetzt genau geworden ist und ob es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, das Ganze doch noch zwischendurch zu cutten. Und ja, ansonsten müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt das große Problem. Ach nee, hier. Dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Wir haben zwar hier die verschüttete Erinnerung, das ist auch noch auf der Karte, aber wobei das komplett woanders angezeigt wird, komischerweise. Aber es bringt mir halt alles nichts. Wir kamen morgens an. Warum das jetzt ausgewählt ist, weiß ich auch nicht so genau. Ansonsten haben wir ja im Endeffekt nichts mehr. Nur noch dieses leere Haus. Das. Hallo, bleibst du mal da drin, bitte? Das ist natürlich auch noch so eine Sache, das würde ich auch gerne weitermachen, aber da komme ich irgendwie nicht weiter. Die hiesigen Händler abklappern, ja, wenn ich wüsste, wo jetzt überall Händler sind. Deswegen, ich würde erstmal sagen, dass wir hier auf jeden Fall einen schnellen Cut machen und eventuell in der nächsten Folge nochmal so einen Auftrag annehmen hier, was ich eigentlich nicht will, weil es für mich jetzt nichts bringt, außer vielleicht, dass ich Geld verdiene. Aber wir kommen dann ja in der Hauptstory nicht weiter. Das ist halt das Problem. Und ich muss mal schauen, ob ich das dann mache oder ob ich dann ja, meiner Verzweiflung nachgebe und die Gegend ein wenig zwangsläufig erkunde, in der Hoffnung, dass wir da irgendwo einen Hinweis kriegen. Dankeschön erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.